Herzlich willkommen zur 5. Folge und zu Gast ist eine Dame. Hi, Anni. Hi. Wie macht denn die Marke groß? Also kommen wir zum Thema. Ja, TikTok, klar, die klassischen Paid-Kanäle natürlich alle, also Performance-Marketing, Search. Grundsätzlich, wo, glaube ich, unser Steckenpferd liegt, ist, wir sind super gut in sehr viralen Guerilla-Kampagnen. Was habt ihr da schon so gemacht? Gab zwei sehr große. Die erste war das Tamponbook, Jahr 2019. Bist du ein bisschen abgeholt über die Tamponsteuer? Nein. Also kurzum, Kaviar, Trüffel und Co. wurden mit 7% besteuert, also dem reduzierten Mehrwertsteuersatz, aber Tampons und alle Periodenprodukte mit 19. Ich habe das Gefühl, man hat das Thema schon mal gehört, aber ihr beiden seid noch nicht so mega outgoing, wie man sich das vielleicht sogar vorstellen würde bei dem Thema. Wir sind beim Thema Periode laut und krass und auch sehr rot, was bisher das eigentlich nicht gab. Wir haben auch ein bisschen Marktforschung zu dem Thema gemacht und du brauchst halt schon noch eine gewisse Ästhetik. Viel mehr Company versucht so ein bisschen die ganze Frauenwelt abzuholen, auch die Standardfrau aus Buxtehude, weil wir so ein bisschen auf ästhetisches Design, es gibt so kleine Boobs-Zeichnungen auf den Verpackungen und so, also es ist irgendwie noch sehr ästhetisch.